Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier in Kiel. Ich bin Moko Wielocke. Ja, als erstes möchte ich mich gleich mal entschuldigen, dass wir jetzt hier mal wieder nachts in Anführungsstrichen unterwegs sind. Ist gerade mal 17 Uhr. Ja, es hat auch einen besonderen Grund. Aber erstmal, bevor ich es vergesse, habe ich schon sau lange auf dem Zettel. Schöne Grüße an Moritz Müller aus Osnabrück. So, warum fahren wir jetzt im Dunkeln heute? Ja, ich habe den ganzen Tag quasi an meinem Moped gebaut. Ich hatte heute schon Bescherung. Ich habe nämlich ein paar neue Teile an meinem Moped gebaut. Quasi so Weihnachtsgeschenke. Was ist das denn hier? Ach, lebensmüde. Na. Ja, verbaut wurde heute eine tiefschwarze Scheibe vom Buick. Die ist auch hier, hat irgendwie so ein Reesbobbel oben drauf. Also die ist so ein paar Zentimeter höher als die Originalscheibe. Bin ich ja mal gespannt, wenn ich mal irgendwann schneller fahre, ob man das denn auch merkt. Bringt auf alle Fälle derbe geile Optik. Kann ich euch jetzt natürlich im Dunkeln schlecht zeigen, aber ich habe Fotos gemacht. Die werde ich dann ja am Ende dieses Videos werde ich die dann mal reinhauen, raushauen. Ansonsten guckt ihr auf Facebook, da habe ich sie auch gepostet. Oder ihr guckt auf meinen Flickr-Account. Alles unten in der Videobeschreibung. Ja, da habe ich natürlich beim Anbauen gleich zwei Schrauben abgebrochen, weil ich Gas geben musste, weil es zu dunkel war. Wurde nachher schon. Ja, ich kann es halt nicht ohne Vlogi zu reißen. So, des Weiteren habe ich mir neue Kupplungshebel und Bremshebel von V-Track, V-Track, keine Ahnung, habe ich mir gedacht. Gönnst du dir mal, ne? Ja, da war eigentlich problemlos, die anzubauen. Bringt auch geile Optik, schön in schwarz und ja, also die Bedienung, das ist ja mal was ganz anderes. Dagegen sind ja die originalen Billig-Scheiß. Also es lässt sich jetzt viel geiler schalten und bremsen. Also du hast wirklich viel geileres Gefühl, muss ich sagen. Bin heute übrigens auch in meinen Ultra-Sommerhandschuhen unterwegs. Weil das ist echt warm. Wir haben was bei sich. Es ist ja jetzt dunkel. Normalerweise ist es ja jetzt schon kälter, aber ich habe keine kalten Pfoten. Mir ist ehrlich gesagt sogar ziemlich warm. Mit 13 Grad oder was wir noch haben. Im Dezember, kurz vor Weihnachten. Ne? Alles klar. So, und ja, das dritte Teil, was ich mir an... Was macht der hier? Alter! Das dritte Teil, was ich mir angebaut habe, ja, damit die Hebel auch schön geschützt sind und nicht abbrechen, wenn ich mich mal schmeiße oder so. Aber ich glaube, ich habe ganz andere Probleme, wenn ich mich mal schmeiße als die Hebel. Sind, ja, keine Ahnung, Lever Guards Hebelschützer. Hier ist so, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, aber sehen auf alle Fälle, also mir gefällt's. Ist natürlich immer Geschmackssache. Aber ich finde die derbe geil. Red-Grün hier. Ich hatte ja erst Bedenken, ob das irgendwie nicht eventuell ein bisschen kacke aussehen könnte. War mir da nicht so sicher, aber ich wollte die halt haben und das ausprobieren und ich bereue es nicht. Weil ich finde die echt geil. Schön aggressive Optik macht das. So, und da kommen wir jetzt auch schon zu dem Problem, warum wir jetzt schon im Dunkeln fahren. Das war nämlich diese Hebelschütze, dieser Anbau. Was für eine Kacke, Alter. Auf der linken Seite war das gar kein Problem. Da habe ich da die alten abgebaut und die neuen, das neue Ding rangebaut. Ohne Probleme. Rechte Seite war völlig für'n Arsch. Da denkt man, das macht man mal kurz nebenbei. Forget it.
die Scheiße. Ich weiß nicht, was der Vorbesitzer da vermurkst hatte. Auf alle Fälle war erstmal der Bolzen da drin, total verbogen. Dadurch habe ich das nicht abgeschraubt gekriegt. Die Halterung innen drin hat sich immer mitgedreht. Ja, dann ist nachher irgendwann der Bolzen abgebrochen. Das heißt, ich musste irgendwie die Halterung da rauskriegen. Zum Glück hat mir mein Nachbar geholfen mit seiner Zange. Ich weiß, er sieht das nicht, aber ich möchte mich auf alle Fälle sehr dafür bedanken. Er hat mir so geholfen. Gefühlte 2 Stunden habe ich nur an der rechten Seite gebraucht, um dieses Pissding da anzubauen. Aber jetzt habe ich es ja geschafft. Jetzt muss ich mir nur noch neue Schrauben vorne für die Scheibe bestellen. Da denkt man, man baut mal eben schnell irgendwas bisschen an. Und dann gibt das so Probleme, ey. Weil sowas einfach, ich habe so gekotzt, Mann, ey. Können wir jetzt immer darüber aufregen, Mann? Aber nein. Ich soll ja mein Herz denken. Ich soll mich ja nicht so viel aufregen. Und jetzt kann ich endlich wieder eine Runde fahren. Wenn die Autofahrer mich denn lassen. Was ich euch auf alle Fälle auch noch erzählen wollte, deswegen mache ich eigentlich dieses Video heute. Der Hauptgrund somit. Da wurde aber das Vorderrad ganz schön leicht gerade. Ich bin heute echt abgelenkt. Abgelenkt vom eigenen Bike. Ah, schön. Nein, ich habe es endlich geschafft, den Schlüssel für mein Postfach zu bekommen. Hey, huhu. Das war auch eine geile Story wieder. Ich bin ja dahin und wollte ja mal nachfragen, was da los ist, weil ich ja so lange schon auf den Schlüssel warte. Und der hätte ja schon längst mal da sein müssen. Und bin dann da zu der Poststelle, wo auch das Postfach ist. Und bin zum Schalter und da sagt die gute Dame zu mir, nachdem ich ihr das erklärt habe, ja, da sollten Sie sich mal an die Post wenden und mit der sprechen. Ich guck sie an und ja, deswegen bin ich ja eigentlich hier. Und er meinte sie, ja, aber wir sind dafür nicht zuständig. Wir sind eine Postbank, Finanzberatungsfiliale, bla bla bla. Ich sag, Scheiß. Wo ich gedacht habe, wollt ihr mich verarschen oder was? Ich kann hier Briefe kaufen, ich kann Briefe abschicken, ich kann Pakete abschicken. Die Schließfächer sind hier. Aber ihr seid dafür nicht zuständig. Nein, ist richtig. Okay, ich gehe nach Hause und beim Kundenservice angerufen. Hatte ich eine sehr nette Dame dran, die war echt cool drauf. Hab ihr das alles so geschildert und dann sagt ihr echt so, ja, sind die denn bescheuert oder was? Oh, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Aber das ist echt das Letzte. Die machen unsere Dienstleistungen mit. Ja, wahrscheinlich hatten die keinen Bock dazu. Und dann meinte sie, ich soll auf alle Fälle da nochmal hingehen, möglichst früh, wenn dann auch die für das Postfach zuständigen, die Verteiler da sind, die Briefe in die Postfächer packen und dann halt sagen, dass die mir meine Post aushändigen sollen, weil eventuell der Schlüssel fälschlicherweise ins Postfach gegangen ist, statt an meine Hausadresse. So, ich also wieder dahin und mit einem netten Herrn gesprochen und ihm das geschildert und er meinte dann auch, hey, bei wem waren Sie denn? Und ich sag, ja, bei Ihrer Kollegin da auf der rechten Seite. So, und er meinte dann, er hat dann so meinen Zettel mitgenommen und meinte, er ist gleich wieder da. Und als er dann wiederkommt, hatte er damit einmal meine Schlüssel in der Hand. Und er meinte, ja, das ging jetzt ganz unkompliziert, die Postfrachterfrau, die war da und die hat mir dann gleich die Schlüssel gegeben. Aber er konnte mir halt auch nicht erklären, warum die Schlüssel mir nicht zugeschickt wurden, sondern da auf dem Postfach, auf Postamt lagen. Nein, nicht Postamt, das ist ja eine Postbankfiliale. Entschuldigung, das ist ja auf gar keinen Fall dasselbe. Die sind ja dafür nicht zuständig. Ja, jedenfalls habe ich jetzt die Schlüssel und ihr könnt mir jetzt Briefe schreiben. Huhu. Und dann, wenn dann wirklich irgendwelche Briefe kommen sollten, dann mache ich halt eine neue Rubrik. Dann gibt es dann halt Videos, wo ich dann versuche, ja, Briefe vorzulesen. Da freue ich mich irgendwie schon voll drauf.
nehmen wir noch mit. Das war noch orange. Ja, Postfachadresse hau ich ab jetzt immer unten in die Beschreibung. Wäre ja einfach mal cool, wenn wir hier irgendwo... Oh, ich habe eine Idee. Ich fahre jetzt hier einfach mal auf die Tankstelle. Weil da ist ja so ein bisschen Licht. Und dann zeige ich euch einfach mal kurz, was ich hier heute so alles angebaut habe. Auch wenn die Leute mich jetzt für bescheuert halten, wenn ich hier so komisch halte. Aber ich zeige euch das jetzt einfach mal kurz. So, das ist jetzt die Scheibe hier. Ein bisschen schmierig. Da habe ich den Kratzer reingehauen. So eine Kacke. Da ist eine Schraube abgebrochen. Da ist eine Schraube abgebrochen. Und das sind die neuen Griffe. Mit den Hebelschützern. Jo. Jetzt kann Pinky zwar nicht mehr rausgucken. Aber dann kackt er mir auch immer nicht mehr den Lenker so voll. Weil er nicht sieht, was vor ihm passiert. Die Kupplung lässt sich auch viel leichter betätigen. Obwohl sich am Hebelweg nichts geändert hat. Ich habe nämlich die langen Hebel genommen. Ja, die Links zu den Sachen, die ich mir gekauft habe, die haue ich mal unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das zwar mal angucken, falls ihr ja auch so was haben wollt. Oder ja, ich sag mal, gönnt euch, ne? Ist Weihnachten. Ich habe auch gelesen, laut Statistik sind Gutscheine und Bargeld das die meistgeschenkten Geschenke. Also, vielleicht kriegt ihr ja einen Amazon-Gutschein oder die fette Knete und könnt euch dann auch die Sachen gönnen. Ich habe mir auch noch einen neuen Kettensatz bestellt, weil meine Kette richtig runtergejuckelt ist. Aber das gibt's dann erst nächste Saison. Bastel ich die erst ran. Und zwar habe ich mir eine schöne Enuma-Kette gegönnt. Aber ich denke mal, dazu werdet ihr noch mal in einem anderen Video was hören. Oh Junge, halt doch an und trag rum die Hitte, ey. Wärst du Gelenkbus oder was? Alter. Ah. Schön, dass du links abbiegen willst, aber dann musst du ja nicht 3 Kilometer vorher schon einschlafen. Ach so. Ja, die aus Kieler Umgebung, die Leute, die mich nicht auf Facebook verfolgen oder den Post verpennt haben. Ja, wenn ihr mal mit mir zusammen eine Runde drehen wollt mit eurem Moppets, nächste Chance, 24.12. Heiligabend, 12 Uhr mittags bei Polo. So, was ist denn heute los hier? Ach ja, hier war ja 30 mit Baustelle. Hoppla! Ja, 12 Uhr bei Polo. Am allerbesten wäre es, wenn ihr euer Bike ein bisschen weihnachtlich oder euch selber ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Weil dort findet dann der Maniacs Christmas Ride statt. Ja, und zwar fahren wir dann im Weihnachtsmann-Kostüm durch Kiel. So ein bisschen weihnachtliche Stimmung verbreiten. Das Ganze findet am 23. und am 24. statt. Ich bin aber nur am 24. dabei, weil ich auch noch arbeiten muss zwischen einmal. Und ich würde mich auf alle Fälle derbe freuen, wenn ihr mich denn anquatscht und ja, euch als Zuschauer zu erkennen gebt. Und dann können wir auf alle Fälle mal eine Runde Spaß miteinander haben, würde ich mal so sagen. Und natürlich würdet ihr dann ja auch höchstwahrscheinlich, wenn die Technik nicht versagt, in einem Video von mir auftauchen. Beziehungsweise in dem Video zu dem Christmas Ride. Ich freue mich auf alle Fälle schon darauf, euch dann zu treffen. Ja, läuft bei dir, ne? Läuft bei dir. Alter. Aber ich hoffe, das Video ist nicht ganz so scheiße und ihr hattet trotzdem Spaß. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen länger geworden.
weil gab ja auch ein bisschen was zu berichten und zu erzählen. Aber dann wollen wir jetzt mal das Video beenden, ne? Und dann würde ich mal sagen, ne, haut rein, grüß die Enten und tschüssi! Und abonniert mich, ne? Nicht, dass ihr das vergesst, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, sonst gibt es Ärger. Tschüss!